Herzlich willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Enno Wellritzstraße. Nach seinem Street-Album Khalas, welches Anfang 2017 erschienen ist, war längere Zeit nichts von Enno zu hören. Das Street-Album erschien damals über Kopfdicker Records, einem Sublabel von Alles oder Nix Records. Nachdem Kopfdicker geschlossen wurde, hat Ratar Enno schließlich vor einigen Monaten bei Alles oder Nix Records unter Vertrag genommen. Der Titel seines neuen Albums bezieht sich auf die Wellritzstraße in Wiesbaden, die Gegend, in der Enno aufgewachsen ist. Wellritzstraße beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Azad, Sami und Ratar. Das Album wird über Alles oder Nix Records veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Mert Delikanle. Nach dem Erfolg von Kunde ist König im September 2017 meldet sich Mert mit einem neuen Album zurück. Delikanle beinhaltet 16 Tracks, gefeatured wurden unter anderem Play 69 und Muko. Das Album wird über Hustler Music veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Steuerfrei Money Sampler Volume 1. Steuerfrei Money, das ist das Label, welches von 84 gegründet wurde. Zusätzlich zu ihm stehen noch Taimo und Stanley bei dem Label unter Vertrag. Das Album beinhaltet 15 Tracks, Feature gibt es genau eines und dieses kommt von Haze. Der Sampler wird über Steuerfrei Money veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Rockstar Cobblepot. Das letzte Album Pubertät liegt schon einige Jahre zurück und seitdem wurde es musikalisch ziemlich ruhig um Rockstar. Nach dieser langen Pause ist es an der Zeit für ein neues Release. Der Albumtitel Cobblepot bezieht sich auf eine Comicfigur von DC Comics. Der Pinguin Cobblepot wurde vor allem als Gegenspieler zu Batman bekannt und auch das Cover des Albums erinnert an Batmans Heimat Gotham City. Cobblepot beinhaltet 12 Tracks und Features von Max, Richard Lessmann und Lilly Fichtner. Das Album wird über Department Musik veröffentlicht und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Tape. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.